Hallo und herzlich willkommen, heute ist mal wieder Montag und wir haben ein Video für euch. Heute geht es um Linearführungen bzw. um die Führungswaage. Und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, was der Unterschied ist zwischen vorgespannter Linearführungswaage und nicht vorgespannter. Bei unseren Maschinen bzw. bei unseren Bausätzen verbauen wir die Führungsschiene und die Führungswäge nur von Haiwin. Wir beziehen die Führungswege und die Schiene auch nicht aus Taiwan oder irgendwo fernost von Haiwin. Wir kaufen die direkt in Offenburg bei Haiwin, ist bei uns einmal direkt um die Ecke. Somit haben wir da jederzeit einen Ansprechpartner, wenn irgendwas sein sollte. Wir haben hier mal zwei verschiedene Laufwege verbaut, beziehungsweise zwei verschiedene Typen von Laufwege verbaut. Auf der Seite ist ein nicht vorgespannter Führungswaage. Der lässt sich relativ leicht verschieben, ist ja trotzdem spielfrei, und auf der Seite haben wir einen vorgespannten Laufwaage verbaut, beziehungsweise zwei vorgespannte Laufwege verbaut, und es lässt sich schon erheblich schwerer verschieben. In dem Moment, wo da die Last drauf kommt, von dem Portalbalken und so, lässt sich das im Endeffekt genauso leicht verschieben wie das da nachher. Die Vorspannung von den Laufwegen hat auch noch andere Eigenschaften, die zeige mir euch jetzt mal. So, und damit ihr jetzt seht, dass ich das nicht nur da so verschiebe und sage, da läuft jetzt schwerer und da läuft leichter, zeige mir euch das mal anhand von unserer Waage. Ich hänge jetzt die Waage da oben ein. Wenn ich jetzt da dran ziehe, ich habe jetzt 500 Gramm, 600 Gramm, so bei 900 Gramm fängt es an zu laufen. Das ist jetzt die Seite, die den nicht vorgespannten Laufwaage verbaut hat. Und jetzt schauen wir mal auf der anderen Seite mit dem vorgespannten Laufwaage. Hänge da auch die Waage wieder ein. Ziehen mal dran. Wie ihr seht, fängt es erst bei 1200 bis 1300 Gramm an zu laufen. Somit sieht man, dass der vorgespannte Laufwaage wesentlich schwerer läuft wie der nicht vorgespannte. So, das war jetzt noch nicht alles. Es gibt noch einen weiteren Vorteil von dem vorgespannten Laufwaage. Und zwar ist der in dieser Achse auch nochmal um einiges stabiler als der nicht vorgespannte Laufwaage. Und das zeigen wir euch jetzt anhand der Messuhr und unserer Zugwaage. Wir zeigen euch jetzt mal im ersten Versuch die Seite mit dem vorgespannten Laufwaage. Und zwar ziehe ich da oben, bis sich die Messuhr um einen Millimeter bewegt, und dann schauen wir einfach mal, wie hoch das Gewicht war, wo wir oben gezogen haben. Als erstes Beispiel zeige ich euch mal den vorgespannten Laufwaage. Die Messuhr habe ich jetzt auf 0 gestellt. Wir ziehen da jetzt einfach mal dran und gucken mal, wie viel Kraft das benötigt wird, um das Teil auf der Höhe von der Messuhr um 1 Millimeter rüber zu ziehen. Dazu hängen wir mal unsere Waage oben ein. Ich habe die so eingestellt, dass die das bei maximalem Gewicht stehen bleibt, und ziehe jetzt mal dran, dass wir da auf 1 Millimeter kommen. So, den Millimeter haben wir geschafft und die Waage steht auf 13,98 Kilogramm. Also das heißt, wir müssen da schon mit 14 Kilo dran ziehen, dass sich die Portalwange um 1 Millimeter zu mir bewegt. Als nächstes bauen wir mal die Messuhr an den Laufwaage, der nicht vorgespannt ist. Wie ihr sehen könnt, steht die Messuhr auf 0. Wir stellen die Waage wieder zurück, hängen die oben ein, genau an die gleiche Stelle wie die andere, und ziehen da jetzt auch mal, bis wir da auf einen Millimeter kommen. Wie ihr jetzt seht, bleibt die Uhr dann bei 9,6 Kilo stehen. Wie ihr seht, sind es nicht nur theoretische Werte mit den vorgespannten Laufwaagen, sondern es ist definitiv so, dass man 25% mehr Kraft benötigt, um den Laufwaage zu verschieben, und auch 25% mehr Kraft benötigt, um den gleichen Weg bzw. die gleiche Verwindung im Gegensatz zu einer nicht vorgespannten Laufwaage zu erreichen. Also macht es schon Sinn, vorgespannte Laufwaage zu verbauen an seine Maschinen. Was man da nicht vernachlässigen darf, ist dann auch, dass der Laufwaage durch die Vorspannung, die Vibrationen, die eventuell entstehen können, auch viel besser auf die komplette Maschine ableitet. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir diese an unseren Maschinen verbauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn nein, schreibt unten in die Kommentare, was wir beim nächsten Mal besser machen können. In diesem Sinne, bis nächsten Montag. Ciao.